Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Runde ETS 2. Wir müssen noch unsere Schrottkiste da durch die Gegend fahren. Aufgrund der Breite bin ich da jetzt doch ein paar Mal angeeckt. 15% Schaden. Ich glaube, ganz viel wird es dafür nicht mehr geben. Aber was soll's? Wir werden sehen, was dabei herauskommt, wenn wir da sind. Von daher, wir fahren erstmal weiter. Zwar nicht, dass wir das jetzt alles in dieser Folge schaffen, aber egal, wir machen jetzt einfach mal, wir setzen jetzt einfach mal unsere Tour fort. Im Zweifel kriegen wir nichts dafür, aber es ist besser, als es jetzt gar nicht abzuliefern. Und ja. Das ist ganz schön viel Schaden, was sollte beim Schwertransport nicht vorkommen. Mit den Abständen bei diesem Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja vorher, als ich gefahren habe, das war ja nur knapp drüber oder länger. Diese Kiste ist schon eine Herausforderung, weil jedes Schild, was du quasi abengelst damit, oder wenn da einer reinfährt, wie dieser komische Busfahrer da, ja. Da kannst du ja nichts dran machen. Dann ist das Ding hin. Das ist einfach so eine Sache, ich meine, wenn gesperrt ist, ist gesperrt. Dann sollen die Gürtel nochmal auch stehen bleiben. Ich meine, da hast du links einen LKW oder einen Bus, auf der rechten Seite hast du das Geländer, wo sollst du denn? Du kannst den Kram ja nur kaputt fahren. So, da jetzt auch zum Beispiel, der muss stehen bleiben, du da auch. Ich weiß nicht, warum wir zum Krieg schon wieder über Landstraßen müssen. Unglaublich. Ja, Fakt ist, das Ding ist im Eimer. Könnten wir zurückfahren, Meister? Wir brauchen ein neues elektronisches Gerät. Eigentlich, da wir sowieso schon so viel Müll hinten drauf haben, ist das Kreisel in der Gegenrichtung immer nicht und wäre hier jetzt auch nicht unbedingt nötig. Das ist so eine enge Kacke da hinten. Gruselig. Sie haben die Strecke verlassen. Ich wusste, dass das hier so breit ist. Solange hier links nicht, nee, rechts nichts am Wegesrand steht, geht das ja alles, das passt ja auch. Aber jetzt so hier wie bei Brücken, dann kommt hier einer entgegen. Das ist für eine Geschichte.
Die KI weicht ja nicht aus, die fahren ja gnadenlos drauf. Und wenn das irgendwann bei Zeit mit dieser Kiste nochmal. Zu langsam ist, dann hängt man im Zeitplan hinterher und kommt mit diesem Müdigkeitslevel nicht mehr klar. Es ist wie es ist. Am besten Augen zu und durch. Lässt sich auch nicht hören. Ich bin froh, wenn ich irgendwo durch bin und es steht alles noch. Eieiei, ich krieg Angst, ey. Ich krieg echt Angst mit dem Ding. Wenn hier so ein Kreisel müsste als Ganzes gesehen werden. Das heißt, wenn ich da jetzt sage, okay. Anstatt mich geradeaus um durchzuschlängeln und um 180 Grad zu drehen, dass es da auch mal möglich sein sollte, auf der Gegenfahrbahn zu rollen. Sich der Auftraggeber mit kaputter Maschine. Fahr doch mal schneller, Mann. So kommen wir doch nie an. Die 40 hier lang kriegt, ist doch nicht Not. Bremst uns total aus irgendwie. So, wenn wir jetzt nicht auf seiner Spur bleiben, gut, die fährt ja jetzt wieder rüber. Ich muss das beim nächsten Mal mal ausprobieren, wenn man exakt seiner Spur folgt, so links, rechts, Mitte, raus. Wisst ihr, was ich meine? Hier fährt er jetzt in dieser Ebene. Haut mit dem Schild ja gerade mal so hin. Man fährt ja auch, wenn man drauf mal drauf achtet, man fährt ja auch mal zur Mitte rüber.
Oh, Junge. Aber sprich 60 noch bloß kein Grammmeter zu viel, ey. Ah ja, erstmal einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen hier. Oh, ey. Das nervt, oder? Aber ich sehe gerade, für die letzten Kilometer lohnt es jetzt nicht mehr, eine neue Folge anzufangen. Wir sind zwar im Prinzip schon durch, aber die letzten 86 fahre ich jetzt auch noch. Vor allem bin ich dann diesen Schrott los, weiß, was ich nicht verdient habe an Geld. Naja. Das ziehen wir jetzt einfach mal durch. 2, 3 Minuten haben wir ja noch, da fahren wir auch da ein bisschen was runter. Ah, 5 Minuten überziehen, passt. Wer da mal ein bisschen schneller fahren würde, wären wir auch schon längst da. Können ja nicht schneller ans Ziel, das geht ja nicht. Selbst wenn man jetzt hier sagt, hier ist eine Landstraße, hier kommt nichts, hier machen wir mal ein bisschen jetzt. Keine Chance, der da vor uns will nicht. Da steht schon wieder Polizei. Ja, ich weiß. Und er fährt ja nicht. Ich bin doch hinter ihm. Schläft ja ein davon. Wo gibt's mehr? Anscheinend hat noch keiner gemerkt, dass ich das Ding schon lange kaputt gefahren habe. Das hat es noch keiner gemerkt. Ich denke, du kriegst keine Strafen. Leute, irgendwas passt an eurer Programmierung noch nicht. SCS bitte hier Nachbesserung. Wenn ich als Schwerlastfahrer keine Strafen bekomme während eines solchen Transports, dann erwarte ich auch, dass das so ist. Wer will um diese Uhrzeit schon mal von mir? Die haben nichts Besseres zu tun, als um
halb sechs morgens, na gut, es ist 6:10, WhatsApp zu schreiben, beziehungsweise Euro Truck Simulator 2 zu fahren. Entschuldigung. So, das sind ja auch schon wieder da, wo wir schon ein paar Mal waren in dieser. Und ich denke, wir fahren als nächstes mal wieder einen normalen Transport. Ich werde auch mal diesen Wintermod hier rauswerfen. Ist zwar jetzt auch keiner von diesen komischen Schneeräumern wieder begegnet, aber überzeugt mich nicht. I'm not amused. Jemand von euch einen geilen Wintermod weiß für die 1.30? Also mit Schneeräumer im Dienst wäre natürlich nicht schlecht, ne? Alter. Schrottkiste da mal ab. Was ist jetzt? Wenigstens die Erfahrung haben. So, sei es drum. Gucken wir mal. So, guck mal, kleines Taschengeld hat es ja noch gegeben. Da war auch nur die Kiste beschädigt, nicht die Ware. Okay, in diesem Sinne, Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal, sage ciao, ciao.